Was hat wohl der Esel gedacht in der heiligen Nacht, als er plötzlich die Fremden sah im Stall? Vielleicht hat er Mitleid verspürt, hat das Bild ihn gerührt und er rückte zur Seite sehr sozial. Vielleicht aber packte ihn die Empörung, welch eine nächtliche Ruhestörung. Kaum schlafe ich Esel mal ein, schon kommen hier Leute herein. Das Kind und er dachte, jetzt sind es schon drei. Was ist das für eine Nacht? Da hält mir das Kind doch zuletzt meine Krippe besetzt und er polterte völlig aufgebracht. Ich lasse ja manches mit mir geschehen, doch wenn sie mir an mein Futter gehen, ist's mit der Liebe vorbei. Und er dachte an Stallmeuterei. Ja, nicht wer es war, den die Frau dort gebar, hatte niemals gehört von Gottes Sohn. Doch wir wissen alle Bescheid und benehmen uns heut noch genau wie der Esel damals schon. Denn Jesus darf uns nicht vom Schlaf abhalten, nicht unseren liebsten Besitz verwalten. Doch wer ihm die Türen aufmacht, er hat jeden Tag heilige Nacht. Doch wer ihm die Türen aufmacht, der hat jeden Tag heilige Nacht.